The entire agri-food sector bears the brunt of the climate crisis. Pour parler d'agriculture et d'Europe à la jeunesse. Proteste der Landwirte zeigen, wie wichtig der strategische Dialog ist. La PAC, c'est plus du tiers du budget total de l'Union européenne. We have to find a new consensus on the future of agriculture. Jingle für den letzten Preis, für die 5 Betriebe, die im Wettbewerb standen. Für diesen hart umkämpften Preis, für die beste Zucht dieser Ausgabe des Wettbewerbs Blond 2024. Ich denke, sie verdienen alle unseren Applaus. Sie heißen Odyssey, Nefertiti, Linette oder Louisa, die Blonde d'Aquitaine, die vor den Richtern der Messe von Libramont präsentiert werden, sind alle der Stolz der anwesenden Züchter. In diesem Podcast möchte ich Ihnen einen Einblick in eine oft kritisierte landwirtschaftliche Branche geben, die Viehzucht. Allzu oft werden Tierhaltungssysteme einfach mit Tierleid und Treibhausgasemissionen in Verbindung gebracht, ohne die vielen positiven Umweltauswirkungen zu berücksichtigen. Willkommen zur 35. Ausgabe von Nahrung für Europa. An erster Stelle steht die Markurzucht. Sie ist sehr ausgewogen. Sie ist schön, sehr regelmäßig. Sei es in der Rasse, in der Feinheit, in den Häuten oder in den Gliedmaßen. Viele Muskeln. Herzlichen Glückwunsch an die Züchter. Applaus. Für das Publikum, zu dem auch ich gehöre, ist dieser Moment wichtig. Aber sicherlich nicht so wichtig wie für alle anwesenden Züchter. Also richtete ich mein Mikrofon an die Gewinnerin des Wettbewerbs Blond 2024 oder genauer gesagt die schönsten Rinder der Rasse Blond d'Aquitaine, Françoise Marcour. Gewinnen ist das Ergebnis von viel Selbstverleugnung. Es ist eine Anerkennung unserer Arbeit. Das bedeutet, dass unsere Peers uns sagen, dass wir gut gearbeitet haben. Und dieser Preis ermutigt uns, unsere Bemühungen fortzusetzen. Bleibt die Viehzucht Ihrer Ansicht nach ein Beruf der Zukunft? Oder besser gesagt, ist es eine Zukunftsbranche? Das ist etwas anderes. Ja, es gibt kleine Nischen mit vielen Schwierigkeiten, vielen administrativen Zwängen, die nichts mit den eigentlichen Kompetenzen zu tun haben. Dies führt dazu, dass viele Betriebe aufgeben, weil die Zwänge so groß sind, dass es sehr schwierig ist, junge Menschen dazu zu ermutigen. Wir haben das Glück, einen 24-jährigen Sohn zu haben, der voll dabei ist. Wir ermutigen ihn also und wünschen ihm viel Glück für die Zukunft. Françoise Marcour hat einen Nachfolger für den Familienhof. Das ist eher ein Glücksfall. Das, was die Viehzüchter fordern, ist eine Aufwertung ihrer Arbeit. Das war das Leitmotiv der Bauernproteste Anfang 2024. In Belgien gibt es immer mehr Initiativen in diese Richtung, wie auch die von Nicolas, mit dem ich einen Termin auf der Landwirtschaftsmesse in Libramont vereinbart hatte. Nicolas Perrault, ausgebildeter Tierarzt. Ich arbeite in einer Bauerngenossenschaft, die sich En direct de mon élevage nennt, auf Deutsch direkt aus meiner Zucht und an der etwa 100 Züchter in der gesamten Wallonie beteiligt sind. Unser Ziel ist es, direkt mit den kleinen, mittleren Lebensmittelgeschäften und großen Supermärkten zu arbeiten, um eine bessere Rückverfolgbarkeit und Transparenz des Preises zu erreichen. Die Viehzucht leidet wirtschaftlich, aber sie leidet auch unter ihrem Image. Das heißt, man hat ständig den Eindruck, dass die Tierhaltung den Planeten zerstört und man keinen Unterschied macht zwischen den Arten der Tierhaltung. Aber bei uns in Wallonien ist es immer noch eine sehr traditionelle Zucht, die überhaupt nicht industrialisiert ist. Das muss hervorgehoben werden. Es gibt viele vorgefasste Meinungen über die Tierhaltung, vor allem in Bezug auf das Tierwohl. Es gibt Fotos und Videos, die manchmal sogar aus Europa kommen. Es sind meistens bedauerliche Einzelfälle, die in Schlachthöfen aufgenommen werden. Dann hat man den Eindruck, dass der Züchter Freude daran hat, sein Tier leiden zu lassen. Oder dass die gesamte Viehzuchtbranche das Tier leiden lassen will. Das ist völlig falsch. Um Züchter zu sein, so wenig zu verdienen,
so viel zu arbeiten, muss man wirklich mutig und leidenschaftlich sein und vor allem seine Tiere lieben. Und ohnehin trägt eine Steigerung des Tierwohls in jedem Fall zu einer Steigerung der Produktion und damit der Wirtschaftlichkeit bei. Eine Botschaft, die offenbar von den europäischen Institutionen gehört wurde. Bevor ich nach Libermont reiste, besuchte ich den EU-Kommissar für Landwirtschaft Janusz Wojciechowski in seinem Büro im 10. Stock des Berlimont-Gebäudes, Sitz der Europäischen Kommission. Guten Tag, ich habe einen Termin in Brüssel. 14.30 Uhr. Okay, I'll get Commissioner Wojciechowski for you. Hallo, Herr Kommissar, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit nehmen. Willkommen. Kommissar Wojciechowski, nach dem Zweiten Weltkrieg wurde durch die öffentliche Politik die Intensivtierhaltung auf Kosten des Tierschutzes gefördert, um den Bedürfnissen der Bevölkerung gerecht zu werden. Wie sieht es heute aus? Im Rahmen der derzeitigen gemeinsamen Agrarpolitik haben wir ein sehr wichtiges Instrument zur Unterstützung von Viehzüchtern eingeführt, nämlich Öko-Regelungen für den Tierschutz. Ich freue mich, dass die meisten Mitgliedstaaten die Gelegenheit genutzt haben, da es sich um einen freiwilligen Ansatz für die Mitgliedstaaten und für die Landwirte handelt. Aber die Zahlungen für Landwirte, die freiwillig höhere Standards als die Mindeststandards für den Tierschutz eingeführt haben, sind gestiegen. In der vorherigen GAP 2014 bis 2020 betrug dieser Betrag nur 1,5 Milliarden Euro. In der derzeitigen GAP 2021 bis 2027 beläuft sie sich auf 6,3 Milliarden Euro. Dazu gehören zum Beispiel die Sommerweiden, das heißt auch mehr Platz für Tiere in Gebäuden, auch mehr Freilandhaltung und so weiter. Es ist auch eine sehr gute Sache für die Förderung unserer Produkte, die den höchsten Tierschutzstandards der Welt entsprechen. Während des belgischen Vorsitzes im Rat der Europäischen Union im ersten Halbjahr 2024 hatten Sie die Gelegenheit, vor Ort auch durch Belgien zu reisen und Viehzüchter zu treffen. Was hat Sie geprägt? In der Provinz Wallonien konnte ich diese Landwirtschaft beobachten, die mir am Herzen liegt und meiner Vision für die Zukunft der Landwirtschaft entspricht. Die extensive Landwirtschaft mit freier Beweidung der Tiere und natürlich die Forstwirtschaft, die Agroforstwirtschaft, also die nachhaltige Landwirtschaft. Und genau dieses Modell muss in Zukunft unterstützt werden. Dieses Modell hat aber immer noch Schwierigkeiten, sich auf europäischer Ebene bei Landwirten durchzusetzen, die um die Rentabilität ihres Betriebes fürchten. Und in der öffentlichen Wahrnehmung wird die extensive oder intensive Tierhaltung genauso als Ursache der globalen Erwärmung wahrgenommen. Nicolas Perrot. Wiederkäuer, da sie Wiederkäuer sind und Methan ausstoßen, ein Gas, das die Atmosphäre erwärmt, werden sie als Teil des Problems angesehen. Abgesehen davon befindet sich der Wiederkäuer in einem Gleichgewicht, in dem das von ihm emittierte Methan von der Wiese, auf der er weidet, aufgenommen wird. Und darum geht es, dass der Wiederkäuer nicht nur ein Tier, sondern Teil eines ganzen Ökosystems ist. Diese Umweltfrage im Allgemeinen und die Methanfrage im Besonderen habe ich mit Leonard Terron erörtert, der die Eröffnungssitzung der Messe Libramont leitete. Guten Tag, willkommen in Libramont. Mein Name ist Leonard Terron. Ich begann meine Karriere als Landtierarzt, um mich vor Ort um Kühe zu kümmern. Und in den letzten 10 Jahren habe ich innovative Unternehmen in der Landwirtschaft gegründet. Hallo Leonard, ist dieses Methan, das von Nutztieren produziert wird, ein echtes oder ein falsches Problem? Methan ist ein Kohlenstoff, der biogen ist. Das heißt, er wird durch die Verdauung von Pflanzen produziert, die selbst aus der Photosynthese stammen, die selbst atmosphärischen Kohlenstoff eingefangen hat. Wir befinden uns also in einem Zyklus, der fast im Gleichgewicht ist, wenn wir den Boden respektieren. Es wird problematisch, wenn man versucht, Fleisch zu produzieren, ohne dass es im Gleichgewicht mit dem Ökosystem ist. Und das sind typischerweise ultraproduktive Modelle mit großen Konzentrationen von Tieren, die aber keineswegs das vorherrschende Modell in Europa sind, wo wir uns in einer Viehzucht-Polykultur befinden. Das heißt, einem Bauernhof, der gleichzeitig Tiere hat, um den Boden zu ernähren, und Böden, die Menschen und Tiere ernähren. Und der Kreis ist geschlossen.
Würde das, was Leonard Theron vorschlägt, erlauben, auf synthetische Düngemittel zu verzichten? Mit dem Krieg in der Ukraine sind sich die europäische Landwirtschaft und die Verbraucher der Abhängigkeit von in der Ukraine und in Russland hergestellten synthetischen Düngemitteln bewusst geworden. Oder anders gesagt, wir haben alle jetzt erst verstanden, wie sehr unsere Ernährungssicherheit von Öl und Gas abhängig sind. Das Besondere an der Zucht von Großwiederkäuern und Kleinwiederkäuern ist, dass es der einzige natürliche Stickstoff-Kohlenstoff-Dünger ist. Das heißt, wir kommen nicht mit einer Quelle, die mit Stickstoff oder mit Kohlenstoff überladen ist. Wir bringen ein Substrat, das perfekt mit den Bedürfnissen des Bodens im Gleichgewicht ist. Wir müssen also an einer Art Erweiterung des europäischen Modells arbeiten. Was wir in unseren Breitengraden haben, ist eine Viehzucht, die im Gleichgewicht mit den Böden und im Gleichgewicht mit der pflanzlichen Produktion ist. Nachdem die Intensivtierhaltung in den Jahrzehnten nach dem Zweiten Weltkrieg gefördert wurde, ist es nun an der Zeit, die Ökosysteme wieder ins Gleichgewicht zu bringen. Janusz Wojciechowski, Kommissar für Landwirtschaft und ländliche Entwicklung. Nein, intensive Landwirtschaft ist keine gute Lösung für die Zukunft der europäischen Landwirtschaft. Ich bin sehr für eine nachhaltige Tierhaltung. Meine Empfehlung für die kommende gemeinsame Agrarpolitik ist die Einführung einer Umverteilungsprämie für nachhaltige Mischbetriebe, die Pflanzenbau und Viehzucht betreiben. Die künftige gemeinsame Agrarpolitik sollte die nachhaltige, extensive Tierhaltung unterstützen. Sustainable Livestock Farming. Diesen Auszug aus dem Interview mit dem EU-Kommissar habe ich Clotilde de Montpellier vorgespielt, die seit 2017 für eine gerechte Vergütung der Erzeuger kämpft. Mein Name ist Clotilde de Montpellier. Ich bin ausgebildete Geografin. Ich habe mich als Landwirtin hier in der Wallonie, im Condroz, auf einem Bauernhof mit gemischter Viehzucht niedergelassen. Und ich habe zusammen mit anderen Landwirten die Genossenschaft Farm for Good gegründet, der heute rund 100 belgische Landwirte angehören. Hallo Clotilde de Montpellier, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit nehmen, meine Fragen zu beantworten. Willkommen in Libramont. Was halten Sie von der Erklärung des Kommissars zugunsten gemischter landwirtschaftlicher Betriebe? Es ist eine gute Nachricht, dass es dieses Projekt gibt. Schön, dass dies anerkannt wird. Der ökologische Landbau müsste darin auch benannt werden. Es ist ein Projekt, das genauso ehrgeizig ist wie das der Mischbetriebe und das mit diesem Projekt einhergeht. Ökologischer geht genauso in Richtung einer widerstandsfähigen und nachhaltigen Landwirtschaft. Heute gibt es eine wissenschaftliche Gemeinschaft, die die Lage in jeder Hinsicht analysiert hat. Wir wissen, wohin die Reise gehen muss. Europa muss uns wirklich viel mehr Ehrgeiz entgegenbringen und die GAP in eine Richtung einschlagen. Es darf nicht ein Jahr so sein und das nächste anders. Die Richtung muss stimmen. Es muss heißen, letztes Jahr haben wir das getan und heute gehen wir noch weiter, wenn wir es schaffen. Und das ist grundlegend, weil die verschiedenen Ausrichtungen in der Tat nur dazu dienen, den Landwirt und jeden Unternehmer zum Bankrott zu führen und zu entmutigen. Neben den Umweltaspekten ist für die Landwirte nach wie vor die Frage der wirtschaftlichen Rentabilität von größter Bedeutung. Das ist ein grundlegendes Thema. Das erste Ziel der Gruppe Farm for Good ist, wie der Landwirt besser verdient, indem man versucht, Wertschöpfungsketten wieder aufzubauen, die transparenter sind und in die Spezifikationen der Industrie passen. Wir wollen mit allen Teilnehmern der Produktionskette über die Auswirkungen und die Person, die diesen Rohstoff produziert, einen Dialog führen können. Vielleicht gefällt es nicht jedem, wenn man eine Arbeitsweise durcheinanderbringt, oder? Welches Argument spricht dafür, jene, die zurückhaltend sind, für ihre Initiative zu gewinnen? Der Preis. Es gibt nichts zu tun, wenn die Industrie 20% mehr für den Rohstoff bezahlt und es in die Tasche des Landwirts landet. Dann haben wir ein Engagement und ein Versprechen, das stark ist. Man muss den Landwirt verstehen. Er muss in der Lage sein, seinen Lebensunterhalt zu verdienen. Er wurde oft getäuscht. Auch heute noch gibt es Preise, die einfach inakzeptabel sind. Und deshalb fühlt er sich mit unserem Projekt beruhigt.
Die extensive Tierhaltung ist auch der sogenannte Silvopastoralismus, die Waldweidewirtschaft also, die während der Landwirtschaftsmesse von Libramont hervorgehoben wurde. Eine Art der Tierhaltung, die Wald- und Weideziele in Einklang bringt. Beide Tätigkeiten tragen zur ländlichen Wirtschaft, zur Landwirtschaftsgestaltung und zur biologischen Vielfalt bei. Kurz gesagt, zur Verbesserung der Lebensqualität. Aber das ist nicht unbedingt selbstverständlich. Leonard Theron. Tatsächlich konkurriert der Wald mit der Viehzucht, denn was der Wald gewinnt, das verlieren die Wiesen. Wir müssen an einem Koexistenzmodell arbeiten und Agroforstwirtschaft ist wahrscheinlich die erste Antwort. In der Geschichte wurde sie verwendet, um Brennholz zu produzieren und in Zeiten der Hungersnöte Übergangsfutter zu produzieren. Und so waren die Menschen in der Tat unabhängig von Heizung und Ernährung mit einer Koexistenz von Forstwirtschaft auf der einen Seite und Viehzucht auf der anderen. Heute fällen wir Bäume in Europa, verarbeiten sie im Ausland, oft in Asien, und bringen sie in Form von Brettern oder Möbeln nach Europa zurück. All diese großen Zyklen machten Sinn, als Öl noch wertlos war und man sich seiner Auswirkungen nicht bewusst war. Wenn wir dem Wald wieder einen Platz im Gleichgewicht mit der Viehzucht geben wollen, müssen wir die Wissenschaft rund um die Agroforstwirtschaft und damit die Daten, die Modelle, aufwerten. Denn sehr oft sagt sich ein Landwirt, wenn ich Bäume pflanze, verliere ich die Produktivität meiner Böden, während in Wirklichkeit die Arbeit in der Forstwirtschaft die Produktivität des Bodens auf etwa 30 Metern rundherum um 20% steigern wird. Bevor ich Janusz Wojciechowski verließ, fragte ich ihn, ob er eine Nachricht an die Teilnehmer der Messe in Libramont habe. Der Inhalt ist eher überraschend. Zunächst einmal vielen Dank für Ihren Beitrag zur Ernährungssicherheit in der Europäischen Union. In dieser sehr schwierigen Zeit tun wir alles in unserer Macht Stehende, um Ihnen zu helfen, indem wir die Regeln der gemeinsamen Agrarpolitik vereinfachen. Wir danken Ihnen auch für Ihren Protest, für Ihre Demonstrationen, denn Sie haben es uns ermöglicht, Lösungen zu finden und eine positive Antwort auf Ihren Protest zu geben. Diese Botschaft habe ich meinen drei Gesprächspartnern in Libramont vorgespielt. Erste Reaktion: Leonard Theron. Ich denke, wir erkennen langsam, dass die öffentliche Politik von der Basis gesteuert werden muss. Was ich in seiner Botschaft höre, ist Dankbarkeit für den Protest. Zu allen Zeiten wurde der Wert der Regierenden an der Stabilität der Ernährung der Bevölkerung gemessen. Die Aufgabe unseres Europas besteht heute darin, die Kohärenz wiederherzustellen. Und deshalb braucht es für die Zukunft einen Blick auf die funktionierenden Modelle und vor allem auf die Stabilität. Clotilde de Montpellier, Landwirtin. Ich höre Anerkennung und Dankbarkeit für seine Worte an die Landwirte. Und in der Tat, ich verstehe diese Ansicht. Ich bin beeindruckt von der Arbeit der Bauern. Nicolas Perrou, Tierarzt und Mitglied einer landwirtschaftlichen Genossenschaft. Das ist sicher eine Botschaft, die Freude macht. Jetzt denke ich, dass es notwendig ist, über Worte hinauszugehen und starke Taten folgen zu lassen, um Landwirtschaft und Europa zu versöhnen. Bevor ich diesen Podcast abschließe, möchte ich mit Ihnen ein Treffen in Libramont teilen. Nämlich das mit Manu Laruelle, einem Viehzüchter aus der Region Lüttich. Ein leidenschaftlicher Landwirt, der im April 2024 die 27 EU-Landwirtschaftsminister und Landwirtschaftskommissar Janusz Wojciechowski auf seinem Bauernhof begrüßte. Ich habe sofort Ja gesagt. Es waren mehr als 120. Am Ende, glaube ich, waren wirklich alle europäischen Minister der gleichen Meinung. Sie lernen mehr, wenn sie einen Bauernhof besuchen und sehen, wie man arbeitet, statt in einem Büro zu arbeiten. Sie haben gemerkt, dass wir viel gearbeitet haben. Der Mist, den die Tiere produzieren, dient dazu, das Land zu düngen. Und auf dieses Land pflanze ich Rüben zum Beispiel. Mit den Rüben wird Zucker produziert, um Menschen zu ernähren. Und was ist das Nebenprodukt von Zuckerrüben? Es ist das gepresste Fruchtfleisch, mit dem unsere Kühe gefüttert werden. Und unsere Kühe produzieren Fleisch und Milch. Dies sind zwei Proteine, die für den Menschen sehr notwendig sind.
Die 27 Minister haben wirklich erkannt, dass es sich um eine Kreislaufwirtschaft handelte und dass es überhaupt nicht intensiv war. Sie haben festgestellt, dass die Tiere nicht mit Soja oder anderen gentechnisch veränderten Organismen gefüttert wurden. Also ich glaube, es gibt wirklich eine positive Entwicklung. Ich hoffe, dass sie sich bewährt hat. Und damit endet auch schon unsere 45. Folge von Nahrung für Europa. Vielen Dank an all meine Gäste, Gesprächspartner für ihren Beitrag zu diesem Podcast. Wenn Sie das nächste Mal einkaufen gehen, warum interessieren Sie sich nicht mehr für die landwirtschaftliche Anbau- oder Haltungsmethode oder die Herkunft des Produkts? Im September ist die Redaktion von Nahrung für Europa wieder für Sie da. Bis dahin wünsche ich Ihnen einen schönen Sommer und wie immer, passen Sie auf sich auf, bleiben Sie gesund. Bis zum nächsten Mal. The entire agri-food sector bears the brunt of the climate crisis. Pour parler d'agriculture et d'Europe à la jeunesse. Proteste der Landwirte zeigen, wie wichtig der strategische Dialog ist. La PAC, c'est plus du tiers du budget total de l'Union européenne. We have to find a new consensus on the future of agriculture.